So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 73. So. Jetzt muss ich mal, das kurz durchgucken. Also. Wir haben ehrlich gesagt nichts von dem. Was wirklich gebrauchen könnten. Ich meine, klar, Amboss und Blaseball, die wären natürlich geil irgendwo, ne? Aber nee, das ist nicht gut. Wie gesagt, wir können mal gucken, wegen einer Kapuze mitnehmen, ob das was bringt. Da würde ich dann aber wirklich einfach die preiswerteste mitnehmen, also die hier oder so, I don't know. 400. Leider halt weder eine Axt noch irgendwie was zum Pflanzen anpflanzen oder sowas. Also nichts Brauchbares. So überhaupt nicht. Come back tomorrow. We get new goods daily. Oh! Da gab's ja einen Drop. Ach, im Gesicht, ja. Soll. Das ist ein Witz sein. So, wie sieht das aus mit neuer Aufgabe? Haben wir schon eine? Nö. Das heißt, wir machen mal das hier. Can you help me with my problem? Thank you. I bet you wouldn't do this for just anyone in the wasteland, would you? Dann wurde es ein Wasteland. So. Ja, dann machen wir also einfach weiter Missionen und dann hoffen wir, dass wir möglichst schnell aus hier rauskommen. Das ist das hier. Achso, selbst kurz das Maschinengewehr tragen wir jetzt mit uns rum. Bisschen interessant. Hier ist der genau, hat er eine selbst gebaute Schrotflinte? Oder allgemein irgendeine Schrotflinte? Das wäre mal ganz interessant herauszufinden. Inventar. Wie war das? Weil wir haben jetzt mittlerweile ein bisschen Schrotflintenmunition und so. Da wäre es ganz sinnvoll. Wo sind die Waffen? Ach, da war doch gerade. War doch. Da. Das soll ein Messer da stehen. Oh Gott. Selbstgebautes Jagdgewehr, Schrotflinte. Immerhin. Tja, sei mal ehrlich, ne? Richtige Gewehre wären natürlich viel zu teuer. Ja, nee, ja, lass mal. Was soll ich Rotflinte? Das wäre ja ein Schuss, müssen wir immer wieder nachladen. Das ist einfach. Das wäre nicht gut. So, das ist ja gleich hier um die Ecke. Das ist ja. Ich bin am Überlegen, ob wir uns beim Blutmund nicht vielleicht doch hier drin verstecken. Unser Haus abzusichern. Ich weiß nicht, ob die Zombies da andauernd am Zaun hängen bleiben, weil wir diese, also, weil es keine glatte Mauer ist, sondern die halt diese Einstufungen hat. Aber irgendwie kommen die Monster damit ja nicht so wirklich klar. Da kommen wir gar nicht hoch. Und nach dem Müll. Na gut, hier müssen wir eh nicht rein. Ist das ein Hund? Ja.
So. Gut. Nehmen wir mal schnell die Mission an hier. Ab und zu immer so hängt, wenn er irgendwelche Sachen aufmachen soll oder so. Okay, hier geht's schon mal raus. Net to know. Oha. Das sieht doch sehr übersichtlich aus. Alle aufstehen. So. Der haben wir mal ordentlich weggeboxt hier. So, wir haben... Eine fucking Dreier-Axt. Gott, ich lieb dich. Hallo, hallo. So. Wisst ihr was? Wenn wir schon mal eine schöne neue Dreiachs haben. Oh, ist das gut. Ist das gut. Oh yeah. Jetzt können wir endlich mal Holz hacken gehen. Und auch die Kiste hier besser aufmachen. Ah, ist das geil. Die haben heute Geburtstag? Irgendwer schleicht sich hier gerade an. Du, herkommen. So. Gut, jetzt erstmal. Wir buddeln bei die Fische. Was wir brauchen, ist das hier. Du kommst weg. Was mache ich hier gerade? Ist doch falsch. Du, was willst du denn mal repariert? So, dich brauche ich. Wo war die jetzt? Da. Nein, da. Wo? Da. Sehr geil. So, da haben wir doch schon mal ein paar ordentliche und auch zumindest schon mal Level 2 Werkzeuge. Das ist doch schon mal ganz geil. Was halt geil wäre, wenn wir endlich mal so eine brennenden Schaft-Mod finden. Oh. Da draußen los, gewittert ja. As fuck. Was ein Pisswetter. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Gebietsserver. So, gehen wir mal hier hoch. Auf die falsche Seite. So, wir haben 3 Punkte. Das heißt, wir verwenden sie gleich. Wofür wollten wir sie verwenden? Das hier, ne? Glaube ja, genau. So, das und das und dann das. So. So. Wo geht's jetzt hier hoch? Hier geht's hoch. So.
So. Shotgun-Munition, sonst ist da war nix. Ne, sieht nicht so aus. So, was ist hier? Die Jägermod. Schaden an allen Tieren. Hm. Warte. Können wir wahrscheinlich so nicht gebrauchen. Dafür hat unsere Waffen-Slot, Waffen-Mod, unsere Waffe, zu wenig Slot-Mods, Mod-Slots. Blablabla. Sprachenlernbubble. Kann ich hier rüber? Komm, ich, muss ich überhaupt rüber? Ist überhaupt was? What? Hier ist doch kein Secret, oder? Wobei andererseits, wenn wir uns hier rausgraben müssen, dann wird es wohl kaum der Weg sein. Oh, guck mal. Der gedacht ist. Dich nehmen wir mit. Ganz ehrlich. So. Und ab zum Händler. Können wir uns sogar noch eine Mission annehmen. Sehr geil. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht, wie viele Missionen wir überhaupt schon gemacht haben, wie viele wir noch machen dürften. Dem Gewitter nichts im Moment direkt fetter Sonnenschein, ey. Lol. Gut, nehmen wir mal das hier. Irgendwelche Aufgaben. Seid ihr das schon wie 230 Meter westlich? Okay. Ach da. So halt, da kommen wir gar nicht raus. Wegen Stacheldraht und so. Ich muss mal so gucken, hat der irgendwelche Sachen zum Essen oder so? Inventar. Wir brauchen mal was zwischen die Beißer. Das wird ja hier so gar nichts. Her damit. Und her damit. So, und da gucke ich jetzt tatsächlich mal, wie es aussieht. Kleidung. Ich hoffe, es ist keine Verschwendung. Nein. Ach, scheiße, jemand dann. Y'all come back now. Der Kacke. So, verändern. Ja, es funktioniert. Sehr geil. Tragen. Bam. Das heißt, wir können jetzt das Zeug hier trinken ohne. Hä? Durch 50. Aber ich dachte. Ich probier's mal. Ah, kennt euch was. Cool. Okay, klappt also. Sehr geil. Okay, das heißt, zumindest wasserseitig sind wir erstmal bedient. Das sollte jetzt also klappen. Jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen was für Nahrung. So. Die Frage ist, können wir mit denen irgendwas machen? Also können wir die erstmal zur Not essen. Watch du lieber deinen Rücken, Junge. Sonst komme ich mal nachts vorbei. Und klaut deine ganzen Reserven. Na, was los, mein Freund? Lust zu Streit kannst du haben. So. 6 überladen, okay. Ich bin aber überlegen, ob wir nicht wirklich doch die Leiter ein bisschen hochsetzen. Weil irgendwie kommt es mir so ein bisschen sehr unsicher vor. Weißt du was? Bevor wir da lange überlegen. Was mache ich hier gerade? Ja. Rahmen formen. Oder noch besser. Nein.
Formenwaff, ne? Genau. So. Einmal fertigen. Ah, natürlich auch sehr clever, das jetzt schon zu machen, wo wir so schon überlastet sind. Ich frage, kann man die Länder wieder abbauen oder muss ich die jetzt echt zerstören? Ich meine, gut, die waren jetzt nicht teuer oder so. Von daher, könnte man drüber hinwegsehen. Ne, kann man nicht abnehmen. Schade eigentlich. So, dann brauchen wir gleich mal ein paar Leitern. Eigentlich könnten wir auch so mal ein paar Leitern dabei haben, ne? Für den Fall der Fälle. Das klappt ja super. Und da sollte definitiv keine Zombies hochkommen. Keine Chance whatsoever. Nein! Ich will die Kiste nicht abbauen, Junge. Was ist denn los mit dir? So. Die Sachen nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die Eier würde ich gerne direkt. Haben wir klares Wasser? Nein, wir haben einmal klares Wasser. Ist ja nicht sehr viel. Aber weißt du was? Machen wir alles später. Es ist schon 18 Uhr. Ich würde also dann doch lieber gerne die Mission abgeschlossen wissen. Das können wir dann auch in der Nacht machen. Jetzt stellt sich mir die Frage. Unsere Kapuze hat nur ein Slot frei, ne? Ja. Das heißt, wir können nicht gleichzeitig noch die Helmlichtmod draufklatschen. Das ist natürlich schade. So. Frage ist, kann man die irgendwo anders drauf klatschen? Nee, nee, die funktioniert garantiert nur beim Helm. Ja, nee. Die funktioniert nur beim Helm. Schade eigentlich. Gut, dann lassen wir die erstmal drinne. Warum haben wir jetzt hier zwei? So. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Bringt zwei, ist halt genau gar nichts. Dann kann ich die Kartoffeln ja gleich wieder hier lassen. Die muss ich also erstmal auf jeden Fall erstmal braten. Genauso wie die Eier. So, das brauchen wir nicht. Reines Mineralwasser. Nehmen wir mal auf, vielleicht brauchen wir es für irgendwelche Gerichte. Weil wir können uns nämlich direkt. Wir haben halt nichts mehr zum Futtern, ne? Zum Futtern haben wir echt gar nichts. Die ist doch ja nicht. Boah. Na, will ich halt mal so lange durch. Denn trinkenmäßig können wir uns auf jeden Fall ja hier die 38 Mineralwasserdinger da nicht schnappen. Und wir müssten jetzt in die Richtung auch irgendwo am Wasser vorbeikommen, ne? Hier hinten war ja irgendwo ein Fluss, soweit ich weiß. War auch so ziemlich. In Ordnung, Mel. So, genau hier müsste der Fluss sein. Sehr geil. Und da kann ich jetzt nämlich das Problem ist einmal trinken. Das ist cool. Also wissen wir, das funktioniert jetzt mittlerweile. Echt super. Da fehlt unten eine Textur. Lol. So, wo geht's hier rein?
direkt über das Dach. Ja, moin. Ach, ich komme eh nicht dran. Ne. Ich zerprügel alles außer den Vogel. Jetzt ist das schon wieder scheiße, as fuck hier. Habe ich ihn oder nicht? Ah, doch, da ist er. Ist es überhaupt richtig? Aber hier sieht es nicht aus, als wenn es hier weitergeht. Wo muss ich denn lang? Wo geht's denn hier rein? Sag mal. Hier geht's noch rein. Ah, okay. Ja, ein bisschen Honig kann ich schaden. Oh. Warum ist die Achse weit hinten? Du kommst mal nach da und du kommst mal nach da hinten. Mein Inventar wird langsam zu voll. Ups, ich habe vergessen, die zweite Leiter anzubringen. Egal. Stapelt die sich mir im Weg, Alter. Mit der. Die hat doch gesoffen, hat die doch. Ah, wo sind deine Alkoholvorräte hier? Aha, gefunden. Spirituosen. So. Da ist voll die Wohnung heile. Ich komme ja gleich. Immer schön einer nach dem anderen hier. Wieder so Kackbrunnen, der durchbricht hier. Ach, das haben wir von draußen. Ah, verstehe. Dann hilft er mir quasi einen Ausweg zu finden. Was ist die Tür auf der Tür geworden? Und ist hier gar nichts? Was muss ich denn hier machen? Sag mal. Ach, hier geht's noch weiter. Und ist da wieder drinne? Nee. Der braucht ja ewig für die Wand da hinten. Was ist der endlich?
Oh. So, wieder schön auf die Ausdauer achten. Oh, was ist denn hier so? Oh, wow. Das ist ja geil. Ja, los. Los, drüber. Der hat's Boom gemacht. Okay, die Dinger sind doch etwas verzögert, als ich dachte. Ja. Oh, ist das schon einmal ein Maschinengewehr? Vor allen Dingen halt wieder Maschinengewehr, was halt am wenigsten gebrauchen können, weil die Dinger halt am meisten Munition verbrauchen und wir kaum Munition von den Dingern haben. Also. Schrotflinte wäre schon schicker. Eine Taschenlampe. Oh fuck, es ist fast 22 Uhr. Oh. Ich glaube, diese Nacht werden wir wohl in dem Gebäude hier verbringen. Denn wir werden es so unmöglich zu gut nach Hause schaffen. Oder ich finde einen Weg, so wie Gianni Kamikaze, die über die Dächer zu springen. Oder wir müssen uns auf den Straßen ganz leise bewegen. So, können wir gleich mal aussortieren. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Stahl. Ringteile. Eins bringt uns wahrscheinlich eh nichts, von daher, das kann auch weg, das kann auch weg. Kann weg. Essen wir mal. Können wir auch gleich mal essen. Oh, wir haben eine dreiergefütterte Kapuze. Er hat die zwei Slots. Oh mein Gott, hat die gleich zwei Slots? Klar, hat die gleich zwei Slots. Das ist überhaupt Frage. Oh mein Gott, leider haben wir die Lampenmod gerade nicht mit dabei. Aber so wissen wir schon mal alles vorbereitet. Wo bin ich überhaupt? Da muss ich hin. Das heißt, du ändern, raus mit dir. Und jetzt schließen. Weg damit. Herkommen. Hä? So. Verändern. Ja, wir haben leider zwei Slots. Cool. Das heißt, wir können dann die Lampenmod installieren. So, das heißt, ich kann was scrappen. Den Rest würde ich gerne behalten. Taschenlampe nehmen wir tatsächlich mal mit, damit wir hier auch jetzt, wenn es dunkel ist, mal ein bisschen was sehen können. Da waren wir schon drin, ne? Ja. Das heißt, hier im Haus haben wir jetzt alles abgearbeitet. Allerdings können wir trotzdem nicht viel weiter machen. Bauen wir sich das Ding hier ab. Damit die hier nicht raufkommen. So. Siehst du? Die sind nämlich schon da und könnten sich dann auch super leicht heraufbauen. Das wäre mir halt super unlieb. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge dürfen wir dann mal gucken, wie wir jetzt die Nacht überleben. Hier in dem fremden Haus. Geil. Oh. Das war jetzt actually uncool.
Ist da ein Holz dabei? Ja, wir haben Holz dabei. Ups. Waren wir in dem Raum schon drin, ne? Ah, wer weiß. So, die Frage ist, wie kommen wir hier aus dem Raum wieder raus? Ich spawne einfach mal hier oben hoch. So. Als ob ich hier nicht hochkomme. Hä? Na klar komme ich hier nicht hoch. Ist ja völlig natürlich. Achso, na gut, okay. Ich glaube, ich bin so schneller. Wie einfach alles Holz ist. Oh, das ist ein fucking Bär. Ja, moin. Leckt mir doch am Zippel. So, mein Haus ist da hinten. Ne, hier ist halt nichts, wo wir lang springen können. Keine Chance. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal nächste Folge, wie wir aus der Bredouille, naja, ist ja nicht wirklich eine Bredouille, aber wie wir da jetzt wieder rauskommen oder ob wir da einfach die Nacht überbringen. Mal schauen.